Der Verbrauch der Modeindustrie ist enorm. Für ein Kilo Baumwolle werden 15.000 Liter Wasser verbraucht. So hinterlässt ein T-Shirt einen Wasserfußabdruck von 2.700 Litern. Weltweit werden jährlich rund 80 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Im Schnitt sind das 11 Kleidungsstücke pro Person. Der Otto-Normalverbraucher kauft jährlich um die 60 Kleidungsstücke, wovon aber nur 36 getragen werden. Das bedeutet, die meisten benutzen 40% ihrer Kleidung sowieso nicht. Allein in Deutschland werden jährlich 70 Milliarden Euro für Kleidung ausgegeben. In Münster gibt's ein Label, das Wert darauf setzt, dass aus Secondhand-Klamotten, Stoffresten und Fehldrucken Neues und Einzigartiges entsteht. Verantwortlich für dieses Ein-Mann, hier eher ein Frau-Projekt, ist Alexandra Enge, kurz Alex. Seit 2014 sorgt sie dafür, dass Kleidungsstücke, die sonst im Müll landen würden, wieder einen Besitzer finden. In ihrem Büro der Zentrale lässt Alex ihren Gedanken freien Lauf. Ihre Initiative lautet, die Nadel selber in die Hand nehmen. Ein Freund von mir, er hat ein Skateboard-Label hier in Münster. Der hat den Black Heaven Skate Shop in der Winkelstraße bei Green Hell. Und der hatte ein paar Fehldrucke ab und zu übrig. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich daraus mal was machen kann und habe die Fehldrucke am Anfang bearbeitet. Dadurch bin ich dann auch auf das Label gekommen. Markus hat die Sachen am Anfang bei sich im Laden mitverkauft und dann haben wir gemerkt, dass das ganz gut ankommt und dann habe ich mich entschieden, da ein bisschen mehr in die Richtung zu machen. Dass die Textilindustrie sehr auf Massenproduktion ausgerichtet ist, dass aber der Ursprung daraus ist, dass Trends immer schnelllebiger werden und dass zum Beispiel, was gestern noch angesagt war, heute nicht mehr aktuell ist und dass sich dadurch die Textilindustrie daran anpassen muss, immer schneller zu produzieren, immer günstiger, weil die Sachen schnell schon nicht mehr getragen werden wollen von den Kunden und dass dadurch auch diese Wegwerfgesellschaft zustande kommt. Viele große Konzerne produzieren in Asien, weil dort die Lohnkosten geringer sind. Ich habe selber in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet und war in Asien vor Ort und habe mir dort die Arbeitsbedingungen angeschaut und mich dann dazu entschieden, dass ich da nicht mehr arbeiten möchte, dass ich das nicht unterstützen möchte und habe mich dadurch dann entschieden, das selber zu probieren unter besseren Arbeitsbedingungen. Also meistens kommt die Idee so, dass ich ein bestimmtes Kleidungsstück mir angucke und daraus entsteht dann erst die Idee. Also ich habe nicht vorher im Kopf, okay, das und das ist jetzt gerade angesagt, sowas in die Richtung muss ich jetzt machen, weil genau dem möchte ich mich halt nicht unterwerfen. Das funktioniert auch gar nicht, wenn man Sachen recycelt. Dann guckt man halt, was man da hat und daraus entstehen dann die Ideen. Auch im Black Heaven Shop in der Münsteraner Innenstadt stehen ihre Produkte zum Verkauf. In Zusammenarbeit mit Markus Koch hat sie ihre Stücke schon unter die junge Bevölkerung Münsters gebracht. Und das hat keine weiteren 15.000 Liter Wasser verbraucht. So etwas nennt sich nachhaltig.